Das sind doch mal super Tiere. Die schlafen 19 Stunden am Tag, die Löwen. Die haben hier ein sehr entspanntes Leben im Zoo. Ich habe die Löwen im Zirkus erlebt, machen einen ganz entspannten Eindruck, lassen sich trainieren, haben aber auch Spaß am Spiel. Das sind doch super Tiere, oder? Ja, das habe ich auch gedacht, bis ich im Januar in Südafrika war, weil ich bin ja Sternzeichen-Löwe und deshalb dachte ich mal, Löwen, super. Aber wenn man da mal so gesehen hat, wie diese Paschas eben rumliegen, die armen Mädels sich den ganzen Tag einen Arsch abrennen und dann zur Belohnung auch noch ihm erstmal die Beute hinlegen. Er frisst dann, wenn er satt ist, kriegen sie die Reste. Ist doch nicht okay, oder? Ich finde Löwen ganz schlimm. Wir wünschen den Löwen eine Alice Schwarzer. Ja, und ich, mit Löwen bin ich durch. Okay. Wisst ihr denn auch, wofür das ganze Geld ist hier? Ja. Wofür? Für die Tiere. Für die, genau. Und ihr müsst es genau da reinwerfen. Das ist super. Wenn die Hunger haben, dann kriegen die. Jetzt werft mal alle das Taschengeld rein. Genau. Euer ganzes Erspartes rein damit. Und rein. Los. Und los. Schlupp. Ja. Oh, seid ihr lieb. Das ist alles für die Tiere. Rein damit. Jetzt müsst ihr, glaube ich, wieder weitergehen. Tschüss. 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 Da drüben hin. Tschüss. Vielen Dank. Die Tiere werden es euch danken. Okay. Tschüss. Ja. Das riecht aber auch ein bisschen streng, oder? Hallo. Was gefällt dir an Pinguinen so gut? Der Pinguine sind, egal in welcher Lebenslage, behalten sie immer die Fassung. Sie lassen sich niemals, egal ob sie im Dreck liegen, auf der Schnauze liegen, was sie oft tun. Und die letzten habe ich gesehen in Südafrika. Da gibt es so ein kleines Kap bei Kapstadt und da rennen die überall rum. Die sind da so eine Art Rattenplage oder sowas. Und die stehen da auch am Tresen unten in der Bar oder laufen durch den Vorgarten und hüpfen in den Pool. Und da habe ich zum ersten Mal in Latura vögelnde Pinguine gesehen. Ist da, das darf man durchaus sagen um diese Uhrzeit. Sind nämlich Vögel. Richtig. Sind Vögel, dürfen Vögel und können es aber nicht gut. Ändern die ihren Gesichtsausdruck dabei? Sie gucken sehr angestrengt, weil Spaß macht das glaube ich nicht. Weil also einer liegt, also sie im Zweifelsfall, er hüpft drauf. Und das ist ungefähr so, wie wenn man eine Wasserflasche auf eine liegende Wasserflasche stellt. Mhm. Das ist nicht wirklich einfach. Also ein trauriges Sexualleben haben diese Vögel. Und deswegen lassen wir sie jetzt auch alleine und wenn sich da was ergibt, drücken wir fest die Daumen.